Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Praxisforum dabei sind. Heute mit dem Thema Datenschutz im Homeoffice, welches Thema jetzt durch die zweite Corona-Welle nochmal eine neue Relevanz gefunden hat. Denn auch wenn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind, müssen natürlich die Richtlinien nach DSGVO eingehalten werden. Unser AGA-Rechtsanwalt Kai Gröger wird Ihnen dafür hier gleich einen kleinen Überblick geben. Er gab uns im Vorhinein schon die Info, dass die Zeit eigentlich viel zu knapp ist, um alles rundum erfassen zu können. Deswegen möchte ich noch einmal auf unser INW-Webinar hinweisen, welches am 11. Februar stattfindet. Da dann deutlich ausführlicher. Wir haben da 2 Stunden eingeplant. Da wird Kai Gröger nochmal ganz detailliert auf alle Richtlinien eingehen, die Sie im Homeoffice bzw. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice beachten sollten. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. Natürlich freuen wir uns über Ihre Fragen, die Kai Gröger gerne beantwortet. Der Aufbau dieses Praxisforums ist so, dass wir jetzt erstmal 20 bis 30 Minuten Input haben werden und dann im Anschluss alle Fragen beantworten, die im Laufe des Webinars bei uns eintrudeln. Nutzen Sie, wie gesagt, gerne das Chatfenster oder wir können auch gerne nachher gerne Ihre Mikrofone freischalten, sodass Sie direkt in den Raum sprechen können. Da die Zeit sehr knapp bemessen ist, würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Kai, das Wort gehört dir und viel Spaß. Ja, also zunächst mal danke erstmal, dass wir schon so viele nette Teilnehmer hier haben. Das Thema hat jetzt an Brisanz gewonnen, war mir vorher gar nicht klar, als ich mich für das Thema entschieden hatte. Das war noch zum Zeitpunkt kurz bevor, die Bundesregierung jetzt mit ihren Plänen daherkam. Heute ist sowieso erstmal grundsätzlich ein interessanter Tag, was ich heute vor genau einem Jahr, was ich hat es eigentlich mit der Corona-Krise bei uns in Deutschland begonnen, was ich da gab es den ersten nachgewiesenen Fall, mit dem wir jetzt seit Ewigkeiten, gefühlt seit Ewigkeiten leben müssen. Deshalb jetzt erstmal als Intro nochmal die aktuellen Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, in der Hinsicht musste ich die Präsentation auch ein wenig umstellen. Wie gesagt, zur weiteren Reduktion von Kontakten im Betrieb hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine neue Arbeitsschutzverordnung punkto SARS-CoV-2, was ich erlassen. Die tritt genau heute in Kraft. Kai, Ja. ich muss mich noch mal kurz einklinken. Du hast Hört noch man die mich? Präsentation auf dem Pausenmodus, Ich habe die den wir noch mal. Präsentation. Das tut mir leid. So. Genau, jetzt. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich glaube, Aber das gehört hat. passt so. Gut, gehört hat man mich. Also, wie gesagt, was ich heute vor einem Jahr gab es den ersten Inzidenzfall und heute auf den Tag genau, was ich startet, tritt jetzt was die neue Verordnung in Kraft. Der vorherige geplante Weg der SPD, was ich mit dem Herrn Heil, was ich hatte, nicht ganz funktioniert, was ich, dass er was das Homeoffice, was ich verpflichtend einführen wollte, jetzt aber zunächst befristet bis zum 15.3. unter anderem in dieser Regelung, was ich ist ein Schwerpunkt, was ich jetzt das Homeoffice verpflichtend in Anführungsstrichen eingeführt werden kann. Zumindest ist der Arbeitgeber verpflichtet, was ich zu kontrollieren, was ich wer es kann und es muss es dann auch anbieten. Erstmal noch darauf einzugehen, was ich mit Homeoffice, wie es hier zu verstehen ist, ist nicht der Telearbeitsplatz im Sinne von Paragraph 2 Absatz 7 Arbeitsstättenverordnung gemeint. Das heißt, Sie haben hier nicht die Situation, dass Sie bei Ihrem Arbeitnehmer im Vorfeld, was Sie ins Haus gehen, was sich die Räumlichkeiten von Kopf bis Fuß komplett einrichten, was sich die Arbeitsstättenbegehung, was sich etc., was sich durchführen müssen. Der Weg ist nicht bei gemeint, sondern mit Homeoffice hier eher so dieser Bereich, was ich des mobilen Arbeitens gemeint. Das heißt, was ich arbeite, nicht am Arbeitsplatz im Büro, sondern von unterwegs. Hier jetzt natürlich, was ich aufgrund der Corona-Krise primär, was ich in den eigenen vier Wänden. Nach der neuen Verordnung ist der Arbeitgeber verpflichtet, einem Mitarbeiter anzubieten, was ich im Homeoffice zu arbeiten, wenn die Tätigkeit dafür geeignet ist und nicht zwingende betriebsbedingte Gründe dem entgegenstehen. Falls es nur interessiert, wir haben, wenn Sie aus anderen Gründen, als die, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen, was ich Homeoffice ablehnen wollen, was ich ein entsprechendes Schreiben aufgesetzt, was Sie dann irgendwie rumreichen können, an dem Sie sich langhangeln können, damit Sie da so ein bisschen gesetzeskonform langgehen können. Grundsätzlich ist es so, dass es bisher so war, dass sich das der Arbeitgeber
Arbeitnehmer weder einen Anspruch auf Homeoffice hatte, noch hatte, konnte der Arbeitgeber, was ich Homeoffice vorschreiben. Letzteres kann er nach wie vor nicht. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer nicht möchte, kann der Arbeitgeber auch nichts tun. Das heißt, es besteht nach wie vor kein Weisungsrecht des Arbeitgebers. Welche Tätigkeiten werden umfasst? Das sind an sich Büroarbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten. Vergleichbar heißt vom Prinzip, dass sie in der Lage sind, ihre Tätigkeit mit Handy, Laptop oder sonstigen IT-Geräten, in den eigenen vier Wänden im Café, wenn es denn noch offen wäre, oder im Zug zu erledigen. Das heißt, von vornherein fallen natürlich Tätigkeiten raus. Bei uns dann speziell im Groß- und Außenhandel natürlich jene, zum Beispiel Lagerarbeiten, die in der Produktion arbeiten, aber auch im Servicebereich, Zahnarzthelferin, die kann natürlich nicht von zu Hause arbeiten. Schweißen ist, von zu Hause auch noch nicht erfunden worden. Zwingende betriebliche Gründe, die zum Ausschluss führen können, hat das Bundesministerium selbst vorgegeben. Das heißt, aus belegbaren, nachvollziehbaren betriebstechnischen Gründen darf es nicht möglich sein. Das sind, wie gesagt, diese zum Beispiel Bürotätigkeiten, damit verbundene Nebentätigkeiten. Wenn ich die Post, innerhalb des Betriebs verteilen muss, kann ich das natürlich nicht von zu Hause machen, Hausmeistertätigkeiten müssen da gemacht werden, Wartungsaufgaben, der IT etc., der ITler in der Regel, hat zwar von außen häufig Zugriff auf den Server, aber gegebenenfalls muss er dann persönlich doch nochmal ran. Das heißt, in den Situationen, kann ich zumindest die volle Arbeit von zu Hause, ausschließen, da können wir dann in den Bereich von alternierender Heimarbeit zu mobilen Arbeiten, dahin komme. Was mich ein bisschen gewundert hat, bin ich ganz ehrlich, dass Sie sagen, dass technisch-organisatorische Gründe, nur vorübergehend, als Ausschlusskriterium herhalten können. Wir sind auch noch nicht ganz sicher, wo das hinführt, ich gehe mal aus, dadurch, dass es sowohl der kleinste und der kleinste Betrieb als auch der größte Betrieb dazu zur Verantwortung gezogen werden können, wird es schwierig, wenn ein 3-4-Mann-Betrieb, dann plötzlich 4 neue Rechner kaufen muss, kann den einen oder anderen, dann in Existenz in der Nöte bringen. Und da muss man sagen, das von der Abwägung her, da man dann da wahrscheinlich sagen muss, das reicht nicht. Grundsätzlich ist es aber erstmal so, wie es da steht, dass das allenfalls bis zur Beseitigung der Verhinderung, als Hinderungsgrund herhalten kann. Weiter, was für uns jetzt eher interessant ist, im Einzelfall können besondere Anforderungen an Betriebsdatenschutz und Datensicherheit als Verhinderungsgründe geltend gemacht werden. Ich bin aber auch ganz ehrlich, da gibt es wenige Situationen, in denen das tatsächlich möglich ist, wenn es aber gerade um hochsensible Daten geht, und die räumlichen Gegebenheiten, bei dem Arbeitnehmer zu Hause das gar nicht zulassen, weil es ist eine zwei oder drei Zimmer Wohnung, mit Partner, und gegebenenfalls 2 oder 3 Kindern, dann funktioniert das nicht. Und da kann man dann drüber nachdenken, das auch tatsächlich auf Grundlage dessen auszuschließen. Als kleines Intro, Grundlagen Datenschutz. Ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, die Zeit reicht hinten und vorne nicht, um mir wirklich einen großen Durchgang zu machen. Das heißt, hier wird es wirklich nur die Kleinigkeiten. Vorab, wie immer, was sind personenbezogene Daten? Das sind alle Informationen, die sich auf identifizierbare oder identifizierte natürliche Personen beziehen. Das steht so in Artikel 4 DSGVO, auch nochmal der Hinweis. Sämtliche Legaldefinitionen, die wir brauchen, stehen im Großen und Ganzen, in Artikel 4 der DSGVO aufgelistet, an denen man sich langhangeln kann. Beispiele dafür sind Namen, Personalnummern. Wie gesagt, wenn Sie diese Daten verwenden, im Homeoffice verarbeitet werden, in irgendeiner Form, dann muss Datenschutz, beachtet werden. Anders ist es, wenn Sie tatsächlich, mit Daten arbeiten, die von vornherein komplett anonymisiert werden können, dann stellt sich die Frage nicht. Das ist aber in den seltensten Fällen so, denn in dem Moment, in dem ich, mit Outlook etc. arbeite, habe ich in der Regel ja schon personenbezogene Daten, Sender, Empfänger, häufig auch die Texte, die ich dann schreibe. Wichtig jetzt, für uns in dem Bereich, ich habe das unten nochmal fett gedrückt, was genau bedeutet verarbeiten. Vor Einführung der DSGVO, war das relativ eng gestaffelt, mittlerweile umfasst, verarbeiten einen unglaublich weiten Bereich. Das heißt, vom Prinzip alles, was Sie mit personenbezogenen Daten machen können, fällt darunter. Im Homeoffice, gerade auf Sicherungsgründen, insbesondere dann relevant, Löschung und Vernichtung. Und darunter fällt auch nicht nur die absichtliche, sondern auch die versehentliche. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, Verarbeitungsprinzipien, Artikel 5.
Es ist nur noch relevant, was ich habe jetzt auch nur die wichtigen Fett gedruckt, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, die zeitliche Integrität und Vertraulichkeit. Das ist das, was ich, was hier letztendlich im Betrieb natürlich, aber genauso auch zu Hause, was ich beachten müssen. Deshalb habe ich gesagt, was ich machen wir ein bestimmtes Vorgehen, was ich überlegen lasse. Wir klären zunächst erstmal, mit welchen Daten, was ich der einzelne Mitarbeiter überhaupt in Berührung kommt. Vorsichtig dann geboten, was ich, wenn personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4, was ich mit einbezogen werden, erhöhtes Risiko, und da müssen Sie ganz, ganz vorsichtig sein, da kommen wir dann auch eher an den Punkt, was ich, wo wir gegebenenfalls dann, was ich im Homeoffice mal ablehnen können, wenn wir besondere personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO, was ich heranziehen, das sind insbesondere Gesundheitsdaten, das sind die sexuelle Ausrichtung, was ich, das sind Gewerkschaftszugehörigkeiten, wobei Sie davon eigentlich sowieso keine, als Arbeitgeber keine Kenntnis haben sollten, aber es kommt ja immer mal wieder vor. Das heißt, was ich vorher gerade schon mal gesagt habe, unproblematisch ist es in der Regel, was ich, wenn Sie rein anonymisierte Daten verarbeiten, aber das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Das heißt, es läuft letztendlich darauf hinaus, was ich, dass Sie eine entsprechende Datenschutzvereinbarung mit den Mitarbeitern treffen müssen. Da haben Sie jetzt wenigstens die Möglichkeit, was ich, anders als im Betrieb, wo Sie diese Information, diese in der Verpflichtung mittlerweile, was Sie nicht mehr verlangen können, können Sie das natürlich als Grundvoraussetzung dafür, was ich heranziehe, dass er überhaupt ins Homeoffice gehen darf, dass das unterzeichnen muss. Wichtig ist dann auch, was ich, dass das vor dem ersten Arbeitstag im Homeoffice erledigt werden sollte. Ehrlich, was ich glaube, die wenigsten Unternehmen, was ich, die ihre Mitarbeiter tatsächlich ins Homeoffice geschickt haben, haben das geschafft. Es kann dann aber auch noch nachträglich gemacht werden, sollte gemacht werden. Idealerweise aus meiner Sicht, was ich, macht man diese Datenschutzvereinbarung dann direkt, was ich in der eigentlichen Homeoffice-Vereinbarung, die gerade, was ich, wenn Sie es jetzt nur kurzfristig machen, dann auch befristet sein sollte. Entsprechende Muster hierfür, was ich, können Sie dann natürlich auch bei uns bekommen. Was muss geregelt werden? Das ist das, was ich, worum es mir jetzt eigentlich primär geht. Datenschutzkonforme Tätigkeit in der Privatwohnung oder auch unterwegs, weil wie gesagt, was ich, es geht hier um mobiles Arbeiten, auch wenn wir es alles mit Homeoffice überschreiben. Unternehmern sind als verantwortlich im Sinne der DSGVO in der Pflicht, alles Erdenkliche zur Wahrung des Datenschutzes zu tun. Das ist sowohl technisch und digital als auch analog notwendig, möglich und verpflichtend. Ich habe jetzt erstmal eine kurze Übersicht hier einmal für technisch-digital, was mir so in, was einem so in den Sinn kommen kann, worum man sich zu kümmern hat. Das gleiche nochmal ein bisschen detaillierter und das gleiche nochmal analog. So, Start wiederum, wie gesagt, was ich als allererstes vor allem, was ist die Homeoffice-Vereinbarung. Unbedingt vor Beginn der Tätigkeit, wie ich gerade schon gesagt hatte, umfassend sämtliche Aspekte der Beschäftigung, Dauer, Widerrufsmöglichkeit, Arbeitszeit und des Datenschutzes. Denn wir dürfen nicht vergessen, was ich, Sie schicken Arbeitnehmer ins Homeoffice, es gelten die gleichen Regeln wie in Ihrem Betrieb. Das heißt, Sie müssen sowohl den Arbeitsschutz, den Datenschutz als auch die Arbeitszeitregelungen, was sich einhalten. Wenn Sie das nicht tun, ist dies jeweils, was sich mit entsprechenden Bußgeldern sanktionierbar. Ebenfalls, was ich, wie es eigentlich bei Ihnen grundsätzlich schon sein sollte, wenn Sie über einen Datenschutzbeauftragten verfügen, Mitarbeiter sollten regelmäßig sensibilisiert werden auf das Thema Datenschutz. Die Mitarbeiter müssen die Gefahren kennen. Das ist eine Variante, mit der Sie sich dann gegenüber einer Datenschutzbehörde im Falle eines Falles dann unter Umständen exkulpieren können, dass Sie sagen, ich habe alles Erdenkliche getan, jeder Mitarbeiter war informiert, was ich, wir haben einmal jährlich die Schulung durch den Datenschutzbeauftragten, das hat der ARBE-Mitarbeiter auch unterzeichnet. Wenn dann doch mal irgendwas passiert, dann können Sie sagen, was ich irgendwie, ich habe es probiert, was ich, wir haben es auch gemeldet, was ich, wir haben alles Erdenkliche getan, auch jetzt, was ich, und dann wird es in der Regel von der Behörde keine Maßnahme im Hinblick auf ein Bußgeld geben, es sei denn, das passiert natürlich ständig bei Ihnen. Dann haben Sie aber eine Situation, dass Sie Mitarbeiter gegebenenfalls abmahnen können und auch sollten. Zugriffs- und Zutrittsbeschränkungen. Problem ist natürlich, was ich, die wenigsten, was ich haben zu Hause, die Möglichkeit, ein komplettes Büro vorzuhalten. Wenn Sie mit einer Familie in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung wohnen, was ich dann arbeitet, muss gegebenenfalls tatsächlich auf dem Küchentisch, was ich, oder im Wohnzimmer gearbeitet werden, sind dennoch als Arbeitgeber verpflichtet, es irgendwie sicherzustellen, was ich, dass der Mitarbeiter
Dritte und Familienmitglieder von den personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, von sämtlichen Informationen fernzuhalten. Wie gesagt, das ist dann gerade, was ich, wenn die örtlichen Gegebenheiten es überhaupt nicht hergeben, ist das auch eine Situation, weshalb Sie aus Datenschutzgründen dann auch mal Homeoffice ablehnen können. Ansonsten, wie gesagt, was in der Vereinbarung muss das alles detailliert aufgeführt werden, die können Sie von uns bekommen. Clean Death Method grundsätzlich, das heißt, wenn der Mitarbeiter fertig ist, bevor die Kinder nach Hause kommen, was ich, muss natürlich alles weggeräumt werden, nach Möglichkeit eingeschlossen und sicher verwahrt werden. Sicherheit der eingesetzten Technik ist natürlich zum einen primär, was ich dann direkt, was ich von der IT-Abteilung, von Ihrem Unternehmen selbst bereitzustellen. Das heißt, was ich die Hardware, was ich muss durch Software oder auch was ich mechanische Vorrichtung von vornherein so was gesichert sein, dass andere, was ich darauf nicht zugreifen können. Auf keinen Fall, was ich, da sage ich dann auch immer, was ich lassen Sie Ihre Mitarbeiter, was ich nicht die eigenen Geräte von zu Hause verwenden. Es sei denn, es gibt bestimmte Möglichkeiten, was ich, dass der ITler vorher darauf zugreifen kann, was ich und Ihnen einen entsprechenden Zugang, was ich über VPN, was ich, der dann auch wiederum gesichert ist, durch Passwort und alles, was auch auf Ihren Server im Unternehmen, was ich zugreifen kann. Aber auch nur dann. Grundsätzlich rate ich immer davon ab. Wenn das dann so ist, was ich, dass die Software, die Hardware gestellt ist, immer darauf achten, das ist aber wie gesagt Aufgabe der IT, dass der Rechner, was ich, der Laptop, was ich, das Handy, was immer über alle Updates und Patches verfügt, nach Möglichkeit, was ich, sollte natürlich eine Antivirensoftware eingerichtet sein, eine Firewall, damit meine ich jetzt primär, was die Hardware-Firewall in Ihrem Unternehmen, was ich, wenn Sie, was ich dort kommunizieren, VPN-Verbindung zwischen Ihnen und dem Mitarbeiter im Homeoffice. Und natürlich, was die Verschlüsselung. Die Verschlüsselung, was ich sowohl auf die Kommunikation grundsätzlich, aber dann gegebenenfalls auch, was ich bezüglich Messenger-Dienste, die möglicherweise auch verwenden. Hier noch einmal, was ich dann Verschlüsselung von Laptop und Datenträgern, wie gesagt, was ich sagte, was ich, wenn und sofern Dritte oder auch Familie, auch selbst Familienmitglieder, was ich auf die Daten Zugriff nehmen können, es sehen, was ich irgendwie davon Kenntnis nehme. Allein das Kenntnis nehmen stellt schon eine Verarbeitung im Sinne von Artikel 4 DSGVO dar. Die Frage ist natürlich, wer kriegt das mit? Aber was ich, wie gesagt, Sie haben eine, als Beispiel eine Putzfrau, die bei Ihnen zu Hause, was sich vorbeikommt und sie guckt da drüber, was ich, und ratscht das dann nach draußen. Großer Aufhänger, Datenschutzverstoß, das kann teuer werden. Das heißt, was ich da immer ganz sicher sein, was ich, dass das wirklich verschlüsselt ist, dass keiner darauf zugreifen kann. Und wenn dann mal was abhanden kommen sollte, weil jemand was klaut, weil jemand was verliert, dass man dann der Behörde wenigstens sagen kann, kein Risiko, es ist komplett verschlüsselt, sicher, was ich sowohl durch ein Passwort als auch durch beispielsweise BitLocker, was Microsoft, was sich über Windows hier anbietet. Achtung auch, das haben wir jetzt mittlerweile auch mitbekommen. Es ist tatsächlich jetzt auch so, was ich das, wenn ich einen Datenschutzverstoß melde, dass unter Umständen die ein oder andere Datenschutzbehörde hinterher einen Kostenfestsetzungsbescheid erlässt und Ihnen den zustellt. In Niedersachsen gab es jetzt so einen Fall, was ich über einen Betrag von 105 Euro und das ist wohl auch rechtens. Das heißt, wenn das häufiger vorkommt, kann das unter anderem teurer werden, selbst wenn Sie noch nicht kein Bußgeldbescheid hinsichtlich der Datenschutzverletzung an sich bekommen. Wichtig zu Hause, ausreichende Verschlüsselung des WLANs. WPA2 mindestens, mittlerweile gibt es auch WPA3, Verbindung von beiden, was um es alles sicher zu machen. Wenn aber die Möglichkeit besteht, gar kein WLAN, sondern eine sichere LAN-Verbindung. Vorteil davon ist, was ich auf eine LAN-Verbindung kann ich von außen, was ich wesentlich schwieriger zugreifen, weil da muss ich dann wirklich, was ich lokalen Zugriff aufs Netz haben. Abgesehen davon ist das System schneller. Das habe ich auch noch geschrieben, es dient sowohl dem Datenschutz als auch der Datensicherheit. Und Datensicherheit ist wiederum auch ein Teil, was ich der DSGVO letztendlich unterliegt. Das habe ich oben, was ich unter Artikel 5, was ich den Datenschutzgrundsätzen auch aufgeführt. Ebenfalls nochmal Einsatz von VPN-Verbindungen, sogenanntes Virtual Private Network, was ich, das heißt, es ist eine Tunnelverbindung zwischen dem Rechner Ihres Mitarbeiters, was ich, und Ihrem Server im Unternehmen, um Angriffe von außen verhindern zu können.
Wie gesagt, da ist dann natürlich auch wichtig, was ich, dass auch das Passwort und die Zugänge, was ich entsprechend gesichert sind. Das heißt, was ich die VPN immer in Verbindung, was ich mit ausreichender, was ich Schlüsselsicherheit. Einsatz von Bildschirmschutzfolien. Ja, ich habe das auch schon erlebt, was ich bin ja ziemlich viel unterwegs, fahre auch sehr, sehr viel und sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne Zug und habe es dann immer mal wieder erlebt, dass jemand direkt vor mir sitzt. Man kann dann zwischen den Sitzen durchgucken und man kann eigentlich sehen, was der auf dem Rechner macht. Das heißt, was ich, die Bildschirmschutzfolie, was ich sollte, da sein. Das steht jetzt nicht nur, was ich irgendwie bei Datenschutzverstößen, sondern es kann ja auch mal sein, dass sie irgendwelche Betriebsinterna, was ich da drauf haben, die dann unter irgendeinen Umständen, was ich nach draußen geraten, ein Smartphone hat mittlerweile jeder dabei, mache ich von hinten mal ein Foto und stelle das dann mal eben in Facebook, Instagram und Co. hoch. Das kann problematisch werden. Datensicherung. Datensicherung, wie gesagt, am Anfang hat ja gesagt, was ich, auch das Löschen oder der Verlust von Daten, was ich kann, einen Datenschutzverstoß darstellen. Das heißt, wenn der Laptop nicht physisch, was ich bei ihm daneben steht und ständig, was ich mit dem Server verbunden ist, weil er im gleichen Netzwerk läuft, muss sichergestellt werden, dass die Daten, was ich die personenbezogenen Daten letztendlich, was ich die Mitarbeiter verarbeiten, regelmäßig, was ich gesichert werden. Und zwar nicht lokal, denn wenn der Rechner dann weg ist, bringt ihr das nichts, sondern das muss, was ich regelmäßig bei Ihnen, entweder direkt auf dem Server oder mittlerweile auch auf Cloud-Servers, was ich dann abgesichert werden. Wie gesagt, ein Backup ist durch nichts zu ersetzen. Wichtig natürlich dann auch, weil es halt immer wieder vorkommt. Der Arbeitgeber ist nach Artikel 33 DSGVO verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden eine Datenpanne der Aufsichtsbehörde zu melden. Das kann er natürlich nur, wenn er davon Kenntnis hat. Im Unternehmen geht das schneller und häufiger, leichter, als wenn der Mitarbeiter im Unternehmen zu Hause sitzt. Das heißt, auch in die Verpflichtungserklärung unbedingt mit aufnehmen, was sich das unverzüglich zu melden ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter ganz genau wissen, wenn was daneben geht, wem muss ich es melden? Wie muss ich es melden? Was soll ich genau wann machen? Das heißt, die Kommunikationskanäle müssen transparent festgelegt werden, dass da gar nicht erst es gar nicht erst zu Zeitverzug kommt. Denn letztendlich ist der Punkt, was sich, egal was der Mitarbeiter für Mist baut, Sie als Unternehmen, als Verantwortlicher sind es letztendlich, was ich, der den Bußgeldbescheid der Behörde, was ich bei einem Datenschutzverstoß bekommt. Deshalb auch nochmal wichtig, eindeutige Verifizierung. Das heißt, es passiert immer mal wieder, dass irgendwelche Mails abgegriffen werden und durch, ja, Achtung, wichtig, dann weiter rumgeschickt werden. Aber es sind, was ich eben keine E-Mails, was ich von Kollegen, von Vorgesetzten etc. Das heißt, was ich da auch wiederum, wie gesagt, sensibilisieren, sensibilisieren, sensibilisieren. Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, aber auch nicht nur, sondern auch, was ich der direkten Vorgesetzten immer klar machen, was ich. Ihr wisst ganz genau, wie was funktioniert. Wer darf was von mir verlangen? Das heißt, was ich, wenn irgendwelche Daten herausverlangt werden durch eine E-Mail, auch erstmal drüber nachdenken, was ich, kann das jetzt sein? Wenn ich von vornherein weiß, was nein, was ich, da hat er überhaupt nichts damit zu tun, dann läuft mir so ein Fehler auch nicht. Das heißt, es muss, wie gesagt, es muss klar sein und der Mitarbeiter muss selbst in der Lage sein zu verifizieren, was ich, wem ich welche Informationen rausgeben kann und darf. Wenn ich das falsch mache, was ich kann, das nicht nur betriebsinterner sein, die teuer sein können, weil Informationen nach draußen kommen, sondern es kann, wie gesagt, dann auch wiederum ein Datenschutzverstoß vorliegen, der verhinderbar ist, was ich und der unter Umständen dann auch teuer wird. Und wie gesagt, die deutschen Datenschutzbehörden, was ich sind mittlerweile, was ich auch gut dabei, entsprechende Bescheide zu verteilen. Sichere Datenvernichtung. Ja, primär, was muss man natürlich sagen, was ich nach Möglichkeit sollte kein Mitarbeiter reale Dokumente zu Hause haben oder mitnehmen, was das heißt, möglichst wenig ausdrucken, wenn überhaupt, sondern alles digital auf dem Rechner. Wenn doch, dann muss ich dafür Sorge tragen, als Verantwortlicher, dass diese Daten auch datenschutzkonform vernichtet werden. Wenn der Arbeitnehmer das zu Hause nicht machen kann, ja, da muss er damals auch mal mit den Sachen reinkommen, dass die, was ich mit ihrem Unternehmen entsprechend geschreddert werden können. Denn kaum ein Mitarbeiter hat einen entsprechend zertifizierten Schredder zu Hause, was neben sich stehen. Und den zu kaufen, was ich für jeden Mitarbeiter, wird dann auch ein bisschen teuer. Wie gesagt, und auf keinen Fall, was die Unterlagen, was ich irgendwo im Mülleimer oder Papiercontainer entsorgen, das ist ein Datenschutzverstoß. Das ist ja auch schon bei Polizeibehörden vorgekommen.
Der einzige Vorteil, den eine Behörde hat, was sich nach der Regelung der DSGVO kann eine Behörde kein Bußgeldbescheid ausgestellt werden. Das kann nur an Privatunternehmen ausgestellt werden. Löschkonzept. Das Löschkonzept ist, was ist das A und O und ganz wichtig bei Ihnen. Wie gesagt, nur mal so als Beispiel ist ein Mitarbeiter, was sich bearbeitet, Bewerbungen. Bewerbungen sind in der Regel spätestens 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens zu löschen. Wenn Sie das nicht machen, liegt ein Datenschutzverstoß vor. Wenn ich eine entsprechende Einwilligung des in dem Fall abgelehnten Mitarbeiters vorliegt, dass sich das je nach entsprechenden Bewerberpool weiter vorgehalten werden dürfen. Das Löschkonzept, was Sie bei sich im Unternehmen haben, das muss natürlich auch beim Mitarbeiter zu Hause ankommen. Das heißt, das hat, wenn er diese Daten hat, das halbe Jahr ist vorbei, dann müssen die, was ich nicht nur bei Ihnen auf dem Server, sondern natürlich auch, was ich auf dem Rechner des Mitarbeiters gelöscht werden. Das heißt, da müssen klare Vorgaben vorliegen, was ich, und dementsprechend nochmal, wie ganz am Anfang, was ich gesagt habe, als erstes erstmal anfangen, mit welchen personenbezogenen Daten arbeitet der Mitarbeiter. Und dann für jeden Einzelnen muss ein entsprechendes Konzept dann ausgearbeitet werden, wie der Datenschutz eingehalten werden kann. Support durch die IT. Ja, das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, der Rechner läuft nicht, Sie können nicht arbeiten, Sie können entsprechende Daten, was ich nicht rausgeben. Das kann unter Umständen auch, was ich zu datenschutzrechtlichen Problemen kommen. Das heißt, was ich die IT muss entsprechend angehalten sein, was ich jederzeit, also während der Arbeitszeit, der normalen Arbeitszeit, wie gesagt, das Arbeitszeitgesetz gilt ja, den Rechner, was das Mitarbeiter ist, auch zugreifen zu können, was ich, um die Schutzvorkehrungen zu überprüfen, zu kontrollieren, zu sichern, was ich und den normalen Ablauf, was ich zu gewährleisten. Als Abschluss noch meine kleine To-Do-Liste. Sollte sich am Anfang darüber Gedanken machen, wer kann überhaupt ins Homeoffice? Die im Lager arbeiten, was ist, das funktioniert von vornherein nicht. Das heißt, sämtliche, die mit dem Büro arbeiten oder ähnliche Tätigkeiten, die von zu Hause über IT bewerkstelligt werden können, die müssen Sie rausfiltern. Dann fragen Sie sich, ob Hinderungsgründe vorliegen. Wenn Sie meinen, dass welche vorliegen, wie gesagt, wir haben ein entsprechendes Muster, das Sie von uns bekommen können, um was sich so ein Schreiben, was dann halbwegs rechtssicher, muss man ganz ehrlich sagen, wie gesagt, es gibt ja noch keine Entscheidung dazu, es ist heute jetzt erst in Kraft getreten, muss man sehen, was anerkannt wird und was nicht. Dann müssen Sie auch erstmal klären, wer will überhaupt ins Homeoffice? Der ein oder andere Mitarbeiter, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, mit Partner und ein oder zwei Kindern zu Hause wohnt, der will vielleicht auch gar nicht. Dann hat sich das auch erledigt. Wenn doch, wenn Sie an dem Punkt sind, was die datenschutzrechtlichen Bezugspunkte, was sich klären und entsprechend aufschlüsseln, was ich, um dann die in Anführungsstrichen befristete, wie gesagt, jetzt bis zum 15. März vorerst, wer weiß, ob es wieder verlängert wird, vielleicht ist das jetzt auch tatsächlich der Weg, den man geht, um es durch die Hintertür, langfristig dann einzuführen, zumindest jetzt die befristete Vereinbarung erstmal mit den Mitarbeitern treffen, die eigentliche Homeoffice-Vereinbarung und dann das verbinden mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben. Und wie gesagt, man gegebenenfalls auch ein entsprechendes Zugangsrecht des Arbeitgebers zur gelegentlichen Kontrolle oder Vorabkontrolle und Sichtung und Sicherung des Arbeitsplatzes, nicht nur des Arbeitsschutzes, also auch in Bezug auf Arbeitsschutz, sondern auch in Datenschutz. Das kann alles, was mit in so einer Vereinbarung mit aufgenommen werden. Ausblick in der jetzigen Situation, wie gesagt, es ist heute jetzt erst in Kraft getreten. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo es hinführt. Was sich klar ist, zumindest, es gibt keinen Individualanspruch des gegen den Arbeitgeber. Also der Arbeitnehmer kann jetzt nicht, auf Homeoffice klagen. Mal ganz ehrlich, so kurzfristig wie das jetzt, angesetzt ist, wird das, glaube ich, auch kaum ein Mitarbeiter machen. Allenfalls kann eine Meldung, durch diesen gegenüber der Arbeitsschutzbehörde erfolgen. Welcher Arbeitnehmer wird das aber machen? Das ist jetzt die andere Frage. Sanktionen, ja, Bußgelder sind theoretisch möglich. Es wurde auch gesagt nach stichprobenartigen Kontrollen. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Inwiefern das dann aber tatsächlich durchgesetzt werden kann und wird, bei der Anzahl an Unternehmen, deutschlandweit, das bleibt abzuwarten. Also wir gehen erstmal davon aus, dadurch, dass es ohnehin jetzt so kurzfristig, wie gesagt, bis zum 15. März, sind wir bei 3 Wochen, dass da nicht viel passieren wird. Eine Garantie dafür gibt es aber natürlich keine.